erwartet? Ich kenne euch doch. Nein, kennst du nicht. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Auf den Ebenen vor Weißlauf wimmelt es nur so von Wild. Nein, und Zuhörer und Zutaster, falls es letztere gibt, zu einer neuen Folge von Let's Play Skyrim. Wir befinden uns weiterhin im Weißlauf. Und das, obwohl wir doch schon lange unsere Tabletten gegen Weißlauf eingenommen haben. Aber Weißlauf ist eine schwere Krankheit, die man nicht unterschätzen sollte. Und mir fiel gerade siebenteils ein, dass ich noch gar nicht in der lokalen Taverne war. Und eigentlich muss man immerhin in die Bannered Mare oder beflaggte Meere. Denn schließlich werden dort immer die neuesten hanebüchenen Geschichten aufgetischt. Und die dürfen wir uns ja nicht entgehen lassen. Darum ab in die gebannerte Meere, oder wie hieß das? Nein, beflaggte, genau. Kommt da rein. Weil sie eine Flagge haben. Ich habe gerade das Feuer neu angefacht. Setzt euch und wärmt euch auf. Boah, das, ich ziehe das in Betracht, gute Frau. Falls ihr Arbeit braucht, was haltet ihr davon, ein bisschen Feuerholz zu hacken? Gar nichts. Mir gefällt diese Arbeit ja ganz gut, aber ich bin reif für den Ruhestand. Du siehst aus wie Mitte 20. Ich trage mich mit dem Gedanken, die Schenke an Isolda zu verkaufen. Wie dem auch sei. Was braucht ihr? Ja, habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Ich nehme an, ihr habt den Gülden Grünbaum gesehen. Nö. Einen großen Baum, ganz verbrannt, mitten im Wind. Ach, das Teil. Ja, ja, doch. Er gehört zum Tempel von Kynaret. Die Leute wollen, dass Danica deswegen etwas tut. Aber ich weiß nicht, was sie sich vorstellen. Dies ist eine weiß ich nicht. Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Es heißt, es gäbe in Rifton jemanden, der Gesichter verändern kann. So, dass man ganz anders aussieht. Könnt ihr das glauben? Nein. Erzählt mir den neuesten Klatsch und Tratsch. In Jorvaska? Sie heuern neue Mitglieder an, heißt es. Aha. Wo erfahre ich mehr über Magie? Magie ist was für Schwächlinge. Elfen, meine ich. Die bleiben unter in dieser Akademie in Winterfeste. Sie wissen Elfen. Halt, wo sie hingehören. Natürlich wäre da auch noch Faringar. Er mag zwar der Zauberer des Jarl sein, aber zumindest ist er ein Nord. Ja, wir sind ein ganz freundlicher Zeitgenosse. Lasst es mich wissen, falls ihr sonst noch etwas benötigt. John Kampfgeborener, du sitzt im Hocker. Das ist sportlich. Seid gegrüßt, Stammesgenosse. Aha, ihr lebt hier? In der Tat. Schon mein ganzes Leben lang. In diesem Hocker lebt er sein wir ganzes Leben lang. Wir Kampfgeborene waren von Anfang an hier. Zusammen mit den Graumähnen. Unsere Familien waren über Generationen hinweg eng verknüpft. Doch Ulfric Sturmmantels Aufstand trieb einen Keil zwischen uns. Jetzt können wir einander kaum noch ansehen, ohne in Streit zu geraten. Oder in Möbeln zu sitzen. Es heißt, die Drachen seien nach Himmelsrand zurückgekehrt. Ja, so sagt man. Und das, ja, das ist ein echtes Problem. Du und deine echten Probleme. Gibt es irgendwo Arbeit für mich? Ich weiß nicht, ob sie Mitglieder suchen. Aber ihr solltet mal mit den Gefährten reden. Ja, ich weiß auch nicht. Die sind drüben in ihrer Halle. Jorvaska. Wenn ihr mit Arbeit meint, eure Waffe in blutigen Schlachten zu erproben. Ja, kann ich mir vorstellen. Wo kann man hier was trinken? Das ist wohl die wichtigste Frage überhaupt. Sucht die beflaggte Meere auf. Geht zur alten Hulda, die sorgt dafür, dass ihr im Met schwimmt. Aha. Aber seid auf der Hut vor dem Barden Mikael. Der Kerl ist ein eitler kleiner Milchtrinker. Ihr mögt Mikael nicht? Eine Schande für die Bardenzunft. Ja, total, man hört's. Wir Nord haben eine lange Tradition als Kampfpoeten. Ich bin stolz, mich zu ihnen zählen zu dürfen. Mikael hingegen, der singt nur für Gold und die Gunst der Frauenzimmer. Er entehrt unsere Traditionen. Sowas von ehrlos, gegen Geld zu arbeiten. Möge euer Schwert scharf und eure Zunge schärfer sein. Mein Schwert ist nicht scharf, es ist Ziegel. Mir gefällt diese Arbeit ja ganz gut, aber ich bin reif für den Ruhestand. Ich trage mich mit dem Gedanken, die Schenke an Isolda zu verkaufen. So, Mikael, ich habe gehört, du bist eine Schande für deine Zunft. Wenn ihr nach einer Dame sucht, dann sucht ihr besser anderswo. Wenn Mikael sie erst entdeckt, dann seht ihr sie nicht wieder. Wo habt ihr das Spielen gelernt, ihr ekliger, schleimiger Wurm? Eine ganze Akademie, wo sie die Künste lehren. Gesang, Lautenspiel, Dichtkunst. Du bist auch nicht ganz Dichtkunst. Ich habe selbst dort studiert. Musste aber wegen eines Missverständnisses mit der Direktorin abgehen. Nun ja, eher ein Missverständnis mit ihrem Ehemann. Du widerst mich an.
Was macht ihr hier in der Gegend? Ich bin Barde, ausgebildet an der Bardenakademie in Einsamkeit. Wanderer wie ihr sollten in Betracht ziehen, sich dort zu bewerben. Ich ziehe es dann einfach mal in Betracht. Auf Wiedersehen. Ein guter Rat zum Abschied. Frauen lieben Sonette. Kam einst ein Reck Ragnar der Rote genannt. Ja. Es ist schon ärgerlich genug, dass mir all diese Männer ständig Anträge machen. Aber dieser Barde, der ist am schlimmsten. Der Barde da? Das glaube ich sofort. Bereitet euch jemand Probleme? Dieser Barde Mikael, so wie er über mich redet, bittet er förmlich darum, dass man ihm einen Dolch an die Kehle hält. Kann ich gerne machen. Ich habe gehört, wie er in der beflaggten Meere damit angegeben Wir hat, dass er mich so zähmen will, wie Meere. Ein echter Nord eine wilde Bestie zähmt. Was wäre, wenn ich mit Mikael rede? Ihr könnt es gern versuchen, aber ich glaube kaum, dass irgendetwas in seinen Dickschädel dringt. Meine Faust vielleicht? Bekommt ihr viel Aufmerksamkeit von Männern? Ihr macht euch ja keine Vorstellung. Nee, die echt Hälfte nicht. Der Männer von Weißlauf haben um meine Hand angehalten. Darunter sogar Jüngere. Aha, hast du so gute Hände? Sie werden es nie verstehen. Weder Unmengen an Blumensträußen noch honigsüße Worte werden mich umstimmen. Was denn? Im Geld? Augenblick zählt für mich nur meine Tochter Mila. Kein Mann wird sich zwischen mich und mein kleines Aber irgendwas muss ja mit ihren Mädchen Händen stellen. Sein, wenn sie die alle haben wollen. Sind die denn Bis so zum nächsten Mal. Ah, das sind deine Hände. Denk nicht mal im Traum daran. Und dann nicht. Jo, Typ. Ihr müsst Carlotta Valentina in Ruhe lassen. Dazu hat euch Carlotta angestiftet, nicht wahr? Ja. Es tut mir leid, aber diese feurige Witwe ist mein. Nein. Sie weiß es nur noch nicht. Alter, ist ja widerlich. Sie gehört euch nicht. Lasst diesen Was Unfug. Was habt ihr da gerade gesagt? An mein Ohr drang nur das Geräusch der Eifersucht. Alter. Goldstücke? Nein. Lasst sie in Frieden, sonst Prügelei anfangen. Das werdet ihr bereuen. Nein, werde ich nicht. Ihr seid so gut wie tot. Ah, jetzt kriegst du auf die Fresse, du blöder, schmieriger Schmierlappen. Komm schon, was hast du drauf? Hahaha, da geht er zu Boden. Na, komm schon, willst du noch eine? Na, na? Wir kämpfen doch schon. Ja, okay, jetzt kannst du aufhören rum zum... Ihr führt einen kräftigen Schlag, das muss man euch lassen. Ja. Lass Carlotta in Frieden oder das hier wird noch schlimmer. Bei meiner Ehre. Du hast keine Ehre, du Molch. Lust auf ein Nord-Sprichwort? Man kennt so. Eine Frau erst dann richtig, wenn man mit ihr Ich muss eine hungrige Tochter ernähren. Blablabla, Mikael wird euch nicht mehr belästigen. Wirklich? Ihr habt diesen Lautenspieler davon überzeugt, mir nicht mehr nachzustellen? Ja, das habe ich. Ich würde ja den Göttern danken, aber werde mich damit begnügen, euch zu danken. Hier habt ihr ein paar Münzen für eure Hilfe. Oh, Münzen, scheinende klingende Münzen. Dankeschön. Dafür schlage ich gern Leute zusammen. Da fällt mir ein. Hallo Utgard. Na? Denkt ihr, ihr könntet Klinge an Klinge gegen mich antreten? Ihr würdet keine 6 Sekunden überleben. Ihr glaubt, dass ihr es mit mir aufnehmen Warum nicht? Könnt? Im waffenlosen Kampf werde ich mit jedem hier in der Stadt fertig. Das werden wir ich ja sehen. Ich wette 100 Goldstücke, dass ich mit eurem Fell den Boden aufwischen werde. Was für ein Fell? Also so haarig bin ich jetzt auch wieder nicht. Abgemacht. Prügelei anfangen, 100 Goldstücke. Nur mit den Fäusten. Keine Waffen, keine Magie. Oh, schade, ich wollte dir ein paar mit der Axt geben. Los geht's. Los, zeigt mir, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Frauen verprügeln das Spiel. Komm schon. Zeig mir, was du drauf hast. Immer drauf. Räuchel nicht so rum. Auf den Großen? Bin ich das? Ja, das ist mein Blut an deinen Händen. Du hast mich voll geblutet. Da habt ihr mich aber erwischt. Ja. Ich denke, ich habe mir die 100 Goldstücke verdient. Ihr habt die Wahrheit gesprochen. Der beste Kampf, den ich seit Jahren hatte. Hier, für euch. Bitteschön. Wenn ihr mal eine Klinge an eurer Seite braucht, müsst ihr nur fragen. Würde mir gern ansehen, wie ihr mit ein paar Trollen fertig werdet. Oh ja, wir können irgendwann zusammen Trolle jagen. Da freue ich mich schon drauf. So, noch jemand, mit dem ich nicht geredet habe? Ja, was ist mit Olfinaria Graumähne? Du willst das nicht. Kaiservolk. Sigurd. Ein Prost auf die Du will nicht reden. Sinmir. Sicherheitslage in Weißlauf ist furchtbar. Eine Schande ist so fruchtbar, die Sicherheitslage.
Ja, Berenuin. Was? Renuin. Warum schaut er mich so an? Ne, seid ihr immer wissen, so betrunken? Mir ginge, ja. Aber verdammt, ich bin so gut wie nüchtern. Okay. Hey, in der beflackten Meere gibt es eine Flasche argonisches Bier. Oh, argonisches Bier. Das ist richtig gut. Die werden das nicht mal bemerken. Kommt schon. Oh, wenn die das nicht merken. Ich bringe euch das Bier, alter Mann. Argonisches Bier. Ich kann es fast schon schmecken. Ja, nehmt ein Goldstück. Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Hm, deine Mutter auch. So, das stand doch hier irgendwo rum, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Argonisches Bier. Hör auf, mich anzugucken. Ich will was klauen. Warum geht er eigentlich nicht einmal um die Ecke? Einmal hier rum und klaut das selber. Warum muss ich denn das jetzt für ihn machen? Achso, die soll ich, glaube ich, auch... Kann ich etwas für euch tun? Wusstet ihr... Nein, was gibt es? Kommt drauf an. Seid ihr durstig, hungrig? Beides? Ich bin lustig. Hier, ich verkaufe dir Brot und Apfelkuchen, Hühnerbrust, Kartoffeln. Kannst du alles haben. Kohl, Lauch. Ja, das behalte ich mal, das esse ich selber. Wusstet ihr, dass ein paar Alikr-Krieger nach einer Rotwardone suchen? Seid ihr sicher? Ja, das sind Hobby-Ornithologen. Oh, die suchen Rotwardonen in den Wipfeln. Ich brauche eure Hilfe. Bitte kommt mit mir. Ich muss euch unter vier Augen sprechen. Wir werden sehen. Kommt mit mir. Ja, ich komme sofort mit dir. Ich habe nichts geklaut. Ich komme mit dir. Schnell ist was anderes. Jetzt geh mal hier. Ich dachte, du wolltest schnell. Ja, jetzt steh da nicht blöd rum. Was? Ja, wie, was? Geh halt. Bitte, wir müssen unter vier Augen miteinander reden. Ja. Also arbeitet ihr mit ihnen zusammen? Nee. Ihr glaubt, ihr könnt mich mitnehmen? Hatte ich nicht vor. Wenn ihr mich auch nur berührt, wird euch das ein paar Finger kosten. Das werden wir sehen. Das meine ich ernst. Ich... Hallo. Ich schneide euch in Stücke. Hallo. Hallo, ich bin Steffen. Verratet mir, was hier vor Dann sich geht. Wissen die Alikir also, wo ich bin? Was haben sie euch angeboten? Was? Gold? Wie viele von ihnen kommen noch? Sagt es mir. Sie haben mich gebeten, euch zu suchen. Ihr dürft es ihnen nicht sagen. Wieso nicht? Bitte, ich brauche eure Hilfe. Und es gibt hier in der Stadt niemanden, dem ich vertrauen kann. Nicht mal mir? Vielleicht, wenn es dabei etwas zu verdienen gibt. Das wird es. Dessen könnt ihr sicher sein. Ja, hervorragend. Ich bin nicht die, für die Leute von Weißlauf mich halten. Mein wahrer Name ist Iman. Ich bin eine Adlige aus dem Haus Suda in Hammerfell. Die Männer, die nach mir suchen, die Alikir, sind Assassinen im Dienst des Altmiri-Bundes. Sie möchten mein Blut gegen Gold eintauschen. Klingt nach einem guten Ihr Tausch. Müsst für mich aufspüren Blut gibt's und überall quasi. Bevor sie mich finden und nach Hammerfeld zurückschleppen, um mich hinrichten zu lassen. Wie soll ich sie loswerden? Sie sind Söldner. Sie sind nur auf das Geld aus. Angeführt werden sie von einem Mann namens Kematu. Wenn ihr ihn loswerdet, werden alle anderen auseinanderlaufen. Wie ich wage es nicht, mein Gesicht zu zeigen und womöglich erkannt zu werden. Also müsst ihr herausfinden, wo sie sind. Habt ihr irgendwelche Vorschläge, wie ich sie finden kann? Ich habe gehört, einer von ihnen wurde gerade verhaftet, als er sich in die Stadt schleichen wollte. Wenn er ins Gefängnis kommt, könnt ihr es vielleicht aus ihm rausholen. Ich weiß, aus ich bitte euch um etwas meinst Schwieriges, du? Vielleicht sogar Gefährliches. Aber ich weiß einfach nicht, wem ich sonst trauen könnte. Mir kannst du auf jeden Fall nicht trauen, aber ist okay. Warum habt ihr euch nicht an die Wache gewandt? Glaubt ihr, ich würde mich verstecken, wenn ich den Stadtwachen zutrauen würde, dass sie damit fertig werden? Diese Männer sind skrupellos, gerissen, hinterlistig. Sie bestechen, wen sie können. Ich kann ihr in Weißlauf einfach niemandem vertrauen. Wächter und Jarl können gekauft werden. Und die Alikir sind nahe. Mir wird die Zeit knapp. Also habe ich mich entschlossen, euch zu vertrauen. Naja, dann weshalb sind die Alikir hinter euch her? Ich weiß es nicht genau.
Ich habe öffentlich den Altmeri-Bund kritisiert. Das war vielleicht nicht so klug. Ich vermute, darum wurden diese Männer angeheuert, um mich zur Strecke zu bringen. Die sollen euch zu einer Schnecke bringen? Komm ist zu das mir, eine interessante Schnecke? Eine besondere? Eine bunte Schnecke oder so? Naja, egal. Jetzt bringen wir dem Säufer erstmal sein geklautes Bier. Mein liebster Saufkumpel. Hier ist das besondere Bier, das ihr wolltet. Ist es denn zu glauben? Argonisches Bier. Mein ergebensten Dank. Hier, nehmt diesen Heiltrank. Ich habe ihn im Tempel gefunden. Also hast du irgendwo einen Zaubertrank geklaut und tauscht den gegen ein geklautes Bier, was du dann aber nicht selber klaust, sondern mich schickst, es zu klauen. Jetzt nicht mehr. Ja. Dank eurer Hilfe. Du bist irgendwie blöde im Kopf. Aber sicher. Hm, sag ich doch. So, also wir sollten mit dem Alikr-Typen im Gefängnis reden. Das wollte keiner wissen, Sigurd. Keiner hier wollte das wissen. Du machst dich selber lächerlich. Also, im Gefängnis mit dem gefangenen Fuzzi reden. Da hüpfen wir mal ein bisschen durch den Regen in Richtung Gefängnis. Aufpassen, dass wir uns nicht den Kopf stoßen. Au! No, Wasser. Hm. Also, der Jarl hat das schon schön hier mit so einem kleinen Whirlpool direkt vor der Tür. Oh, kann er morgens mal reinhüpfen, kleines Bad nehmen. Ja, hallo Wache. Nein, du kennst mich nicht. Wir gehen nur ins Gefängnis, um da mit dem Gefangenen zu reden. Oh, Lavendel. Drachenfeste Kerker. Dann gehen wir mal hinein und holen diese Informationen aus diesem Gefangenenwurm heraus. Darf ich da einfach rein, Typ? Wartet! Ich das schon wieder. Ihr begeht einen Fehler. Das ist ganz sicher kein Fehler. Ihr seid ein gesuchter Mann. Nein, das stimmt nicht. Vielleicht bezahle ich... Ach nee, ich bin Thane des Jahr. Ich befehlige euch, mich sofort gehen zu lassen. Oh, vergib mir, Tane. Ich hatte euch nicht erkannt. Ja, Tane. Wir tun so, als hätten wir nichts gesehen. Ja, genau. Aber selbst der Einfluss des Jahr hat seine Grenzen. Passt nächstes Mal etwas besser auf. Wir werden sehen. Woher war mit das Banditen Kopfgeld? War das zurecht. Von dem Huhn, das ich umgebracht hatte? Typ. Was guckt ihr denn so? Ich muss Kematu finden. Wo versteckt ihr er sich? Also euren Tod? Nein, wenn sein. Wenn ihr diesen Namen kennt, müsst ihr wissen, dass eine Begegnung mit ihm euer Ende bedeuten würde. Red kein Quatsch. Wie es scheint, brauchen wir beide etwas Bestimmtes, mein Freund. Vielleicht sollten wir einander helfen. Was braucht ihr? Ich will dir gar nicht helfen, Brüder durch Affe. Meine Gefangennahme entehrt. Also haben sie mich hier gelassen. Ja, zu Recht. Mein Leben bei den Alikir ist nun vorbei. Alikr. Aber ich habe nicht vor, in diesem gottverlassenen Land zu sterben. Ja, los, meine Heimat. Wenn ich ins Gefängnis kommen kann, fange ich ein neues Leben an. Wenn ihr das in die Wege leitet, verrate ich euch, was ihr wissen wollt. Warum haben sie euch hier zurückgelassen? Weil ich so ungeschickt war, mich festnehmen zu lassen. Oh, es war sehr ungeschickt von ihr. Kematu sagt immer, wir sollen die Besten der Besten sein. Nicht die Besten der Besten ich der Besten? Ich nicht. Wie hoch ist eure Strafe? 100 Goldstücke würden für meine Freilassung reichen. Das ist viel zu teuer, Mann. Das könnt ihr euch doch leisten, oder? Das geht nicht darum, ob ich mir das leisten kann, sondern ob ich es mir leisten will. Solltet ihr hoffen, dass dem so ist? Sorgt dafür, dass das Geld in den Händen einer dieser Wachen landet. Und ich verrate euch, was ihr wissen wollt. Ich will den Penner überhaupt nicht freilassen. Ich will nur, dass er mir was erzählt. Ihr habt es geschafft. Ihr habt einen Drachen getötet. Ja. Die Wachen haben über euch gesprochen und behauptet, dass ihr ein Drachenblut Warum läufst du weg, sei? Wenn ich mit dir rede? Das ist doch gar nicht möglich. Ich möchte die Strafe dieses Ich muss die Strafe dieses Gefangenen bezahlen. Geht in Ordnung. Und dann sagt ihm auch gleich, dass er sich von der Stadt fernhalten soll. Das hat er sich wahrscheinlich schon selber gedacht. Hier, Dings. Wir sollten uns darüber unterhalten, wie wir uns gegenseitig behilflich sein können. Ihr kauft mir einen Weg hier raus? Das habe ich gerade. Was ihr wissen wollt.
Euer Bußgeld wurde bezahlt. Jetzt erzählt mir von Kematu. Nun denn, ihr findet Kematu im Schwindlernest, einer unscheinbaren kleinen Höhle westlich von Weißlauf. Liegt er dort Eier? Euch ist doch klar, dass ihr diesen Ort nicht lebend verlassen werdet. Sie werden euch töten. Das wird sich zeigen. Aber das ist euer Problem, nicht meins. Ja, ganz genau. Wache, habt eine gute Rüstung. Eisern, robust und ehrenwert. Ja, das ist sehr, sehr ehrenwert, diese Rüstung. Tut mir leid, ich höre nicht sehr gut. Habt ihr etwas gesagt? Passt auf euch auf, wenn ihr den Fluss in Richtung Osten übt. So, dann können wir so langsam, glaube ich, können wir mal so die Stadt verlassen. Wir können ja mal auf die Karte, beziehungsweise in unser Logbuch gucken, was das so alles zu erledigen gibt. Warum sind die alle nicht aktiviert? Ja, ich will die alle auf der Karte sehen. Zack. Zack. So, gibt es in der Stadt noch was zu erledigen? Die Gefährten, ich weiß nicht, ob ich die jetzt schon machen will, mache ich vielleicht später. Unterhalte dich mit Dani, ich habe die Zerstörung des Güldengrünbaumes. Das kann ich ja nochmal schnell machen. Kann ich ja nochmal hinwetzen. Weil wenn ich eh schon in der Stadt bin, dann kann ich auch hier den Kram abgrasen, der hier in der Stadt zu Olavendel erledigen ist. Was plätschert da denn vor sich hin? Skelett? Stört das jetzt keinen? Dass hier vom Palast quasi so ein Skelett im Wasser. Nö, ist normal. Ah, okay. Ich dachte, das wäre abnormal oder ungewöhnlich, dass hier die Leichen rumschwimmen, aber wenn das ganz normal ist, dann will ich ja nichts gesagt haben. So, das ist der schöne vertrocknete Baum, der hier rumsteht. Und das müsste doch jetzt der Tempel von Kynaret sein. Da wollen wir mal mit der Danica sprechen, die da auch schon rumläuft. Jo, was geht Willkommen, ab? Kind. Dem Baum im Tempel soll angeblich was zugestoßen sein. Der ist nicht der im Tempel, sondern davor. Ja. Ist nicht gerade eine Wohltat für die Augen. Nö, du auch nicht. Das ist für die Pilger ein größeres Problem als für mich. Aber von denen verirren sich eh nicht mehr viele her. Ja, dann ist doch egal. Dann hack den kleinen, mach Feuerholz draus. Wieso ist dieser Baum so besonders? Östlich von hier befindet sich ein verborgener Hain, der Ahnenschimmer beherbergt. Das ist das älteste Lebewesen in Himmelsrand. Vielleicht sogar in ganz Tamriel. Ahnenschimmer. Unser Baum hier in der Stadt wuchs aus einem Steckling jenes Baumes heran. Man kann in ihm immer noch die Pracht des Mutterbaums fühlen. Selbst sein Name ist ein Echo. Ein Echo von was? 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 Gibt es eine Möglichkeit, den Baum wiederzubeleben? Mit den Gedanken habe ich auch schon gespielt. Bäume sterben nie wirklich. Man spielt nicht mit seinen Gedanken. Sie verfallen nur in einen Schlummer. Wenn wir etwas von dem Haus Nein, ich des glaube, Bäume hätten, sterben auch könnten richtig. Könnten wir dessen Kind vielleicht wecken. Aber selbst wenn ihr bis zu Ahnenschimmer vordringen würdet, könntet ihr ihn nicht anzapfen. Nicht mit normalem Metall. Aha. Wo finde ich den Wenn Baum? Wenn ihr helfen wollt, benötigt ihr zuerst etwas, um ihn anzuritzen. Ja, okay, aber was? Ihr werdet es mit Hexenraben zu tun bekommen. Ich habe von einer Waffe gehört, die dazu diente, Zweiglinge zu opfern. Ja, Zweiglinge opfern. Das machen wir dauernd, da wo ich herkomme. Sonst hätte ich selbst gehen wir raus in die Scheune und dann opfern wir Zweiglinge. Das ist ja völlig normal bei uns. Ich besorge Nesselfluch euer für Geist euch. Euer Geist ist stark. Kynarets Winde werden euch auf euren Wegen leiten. Die Waffe befindet sich in einem Hexenrabennest namens Waisenfelsen. Ja, dann werden wir da demnächst mal hingehen. Würde ich mal sagen. Oh, da hinten ist ein rot glitzerndes Buch. Das heißt, wir können etwas daraus lernen. Wickerschein. Ja. Wiederherstellung verbessert auf 16. Und zack. Gleich mal meine neue Stufe aufgestiegen. Ich halte und diese Schmerzen nicht aus. Dann geh doch sonst wohin. Ja, der neue Stufenaufstieg, den verteilen wir jetzt nochmal eben. Gesundheit, würde ich sagen. Und zusätzlich, wo wollen wir denn jetzt was investieren? Schleichen, Schlösser knacken. Einhändig haben wir schon was. Gehen wir doch mal in die
Schießkunst. Überspannen. Bögen bewirken 20% mehr Schaden. Ja, das können wir doch brauchen. Und nun, bevor wir weiter voranschreiten auf unseren Abenteuern, werden wir diese Folge beenden. Und ich wünsche allen noch einen schönen Abend oder Morgen oder Nachmittag oder wann auch immer ihr das guckt. Tschüss.